Hallo und willkommen zurück zu unserem Let's Play Together von Minecraft. Und bei uns ist heute als besonderer Megastar-Gast der Andy. Oh mein Gott. Ja. Guten Abend, guten Tag, hallo. Hallo erstmal. So, Patze, was machen wir? Du stehst hier so entgeistert in der Gegend rum. Ja, ich weiß, ich crafte mir gerade Zeug. Also wie ihr schon seht, wir nehmen das dieses Mal aus meiner Perspektive auf, weil es beim Patrick Aufnahmefehler gegeben hat. Und wir sind immer noch auf unserem kleinen beschaulichen Häuschen, dieses Mal ohne den Alex, weil der Alex irgendwie damit beschäftigt ist, Saints Row 3 zu suchten. Und aus diesem Grund machen wir das heute alleine. Aber dafür haben wir den Andy dabei. Richtig. So. Andi! Und in der heutigen Aufnahmesession werden wir wahrscheinlich damit beschäftigt sein, uns ein neues Zuhause zu suchen. Habe ich recht, Pat? Ja. Nimm die Kiste mit. Nimm die Kiste Ich mit. werde die ganze Kiste abbauen und mitnehmen. Mit all den Items. Da. Und die Fackeln noch. Da die und la da. Wir brauchen jede Fackel. So. Okay. Ja. Gut. Gehen wir und suchen uns. Ich mach die Tür kaputt. Na dann. Hast du schon eine. Du weißt, dass das ziemlich beschissen aussieht, ne? Ich weiß. Hast du schon eine Idee, wo wir hinbauen? Ja, wir wollen ans Land. Oh, scheiß Kaktus. Ja. Wir bauen ans Land. Das ist eine gute Idee. Also ich hätte ja da hinten auf diesen großen Berg gebaut. Der sieht so verlockend aus. Der da hinten, Ja. da war ich das letzte Mal, der war beschissen. Oh. Da ist nichts wirklich. Okay. Ja. Andy ist wieder hochkonzentriert. Nö, nö, bin ich nicht, nö. Warum sagst du Ja. an? Ihr wollt was bauen? Ja, da habe ich den ultimativen Vorschlag für euch. Baut doch einfach mal ein Edeka. Ah, jetzt zeigt das schon wieder an, Alter. Ja, der Andy Edeka. arbeitet bei Edeka als Einzelhandelskaufmann und er kann euch nur empfehlen, kauft nur bei Edeka ein, weil Rewe und alles andere ist scheiße. Yeah. So ist es richtig, mein Junge, du hast dazugelernt. Außer für Köche, das Metro am besten. Täglich frisch. Ich hab Metro, ich hab den Rewe-Konzern, ich hab Edeka und ich hab Selfmade. Selfmade? Was ist das denn? Ja, sprich Aldi, in Österreich Hofer genannt. Ach so. Okay. Und Spar. Oh, Spar ist bestimmt der beste Laden, den ihr da habt. Spar, ja, Spar. Und Biber, ne? Ja, Biber habe ich auch. Und Billa. Billa sagt der Ja, Hausverstand. Biller. Was? Kenne ich alles gar nicht. Ja, Mensch, Hast du Kabel dich 1 denn Österreich, ausgestanden? von welchem Planeten kommst du denn? Kabel 1 Österreich? Wer guckt denn Kabel 1 Österreich? Also Leute jetzt. Ja, ich krieg doch nichts anderes rein hier in die Scheißhütte. Ich hab mal, glaube ich, Nickelodeon Österreich geguckt für eine Zeit. Weil da immer Comedy Central kam, aber dann kam es auf einmal auch auf auf dem normalen deutschen Nickelodeon. Abends. Dann mal zurück ans Thema, Jungs. Thema? Tschüss. Also. Ja, bei Minecraft ist ja so, man sollte da lieber über andere Dinge reden, als wie zu sagen, ich hack jetzt den Baum Er nieder. hackt jetzt den Baum nieder. Ja, wir suchen. Ja, wir reden hier über alles Mögliche. Also hier wird nicht über das Spiel gelabert. Das wäre viel zu langweilig. Ach so, das wusste ich Wir jetzt reden nicht. über interessante und kompetente Gesprächsthemen aus dieser Welt. Wie zum Beispiel Kindesmissbrauch. Edeka. Oder Edeka. Genau. Edeka ist ungefähr gleichzunehmen mit Kindesmissbrauch. Nein. Das ist nicht lustig. Das war natürlich nur ein Witz, Andy. Ach scheiße, ich sag immer Andy. Das ist mir doch Rolle, wie du mich nennst. Hauptsache, du nennst meinen Namen. Ja, aber du heißt ja. Solange du nicht der Typ da nennst. Du heißt ja Andy, ne? Könnt ihr das Ah. rausschneiden? Nein, das können wir nicht Nein. machen. Aber das tut's. Nein, Ist Spaß. ein unzensierter, unprivilegierter, verdammter, vulgärer Haufen. Penis-Joke! Ja, Penis-Joke. Cool. Wo gehen wir eigentlich gerade hin, Patte?
Ich guck mir gerade diese Gegend hier an, weil ich denke, hier könnte es sich doch recht was? Gut hier im lassen. Canyon. Alter, jetzt. Ja, ich muss nur hier alles niederschrammeln und alles eben machen. Ach und so, dann hier alles eben machen. Ja, ist klar, Patze. Ja. Aber am besten mit eigenem Bauern, weil ich Kundenzuwachs. Kundenzuwachs. Du kennst aber Minecraft schon, oder? Naja, klar, Mensch. Gut. Minecraft-Spieler, ihr müsst immer an die Straße bauen. Regel Nummer 1 bei Minecraft. Wenn ihr nicht an die Straße baut, bekommt ihr keine Kunden. Ja. Regel Nummer 1 im Einzelhandel. Er vermischt gerade Minecraft mit Edeka. Ja, ich glaube auch. Mit dieser Eigenwerbung. Obwohl, echt mal, an die ganzen Spieleentwickler, was gibt es immer noch kein Edeka Tycoon? Es gibt doch sämtlichen Scheiß. Rollercoaster Tycoon, Train Simulator, Klo-Manager. War ein Edeka Tycoon. Ja. Klo-Manager nicht vergessen. Der Dixie-Klo-Manager, ja, das war noch toll. Oh, guck mal. Dixie-Klo-Manager, einen Tag mal in der Scheiße arbeiten, ach du Scheiße. Hier geht's direkt in den Dungeon rein, Mann, hier sollten wir bauen. Patze. Weißt du, was fies ist? Wenn du zum Klempner sagst, wer bis zum Hals in der Scheiße steckt, soll den Kopf nicht hängen lassen. Patze, wo gehst du hin? Warte doch mal. Ja, hier ist Kohle. Ich baue Kohle ab. Oh, es wird bald Nacht, Mann. Wenn es Nacht wird, dann haben wir Probleme. Haben wir nicht. Ja, aber dann hat Edeka zu. Ich scheiß auf den Edeka. Boah, das war jetzt dein... Das ist bei uns alles früher Adek, bevor Edeka kam. Das war jetzt der größte Fehler deines Lebens, dass du das gesagt hast. Jetzt wird der Andy dich ewig ignorieren. Och, nö. ja. So, Crafting-Table irgendwo hin platzieren. Yep. Also, wie wär's? Okay, ich bin runterfallen. Hier ist ein Dungeon. Wie wäre es, wenn wir unser Haus da oben auf dem Berg bauen? Ich will mein Haus nicht so tief bauen. Auf welchem Berg? Da oben, der Berg. Weil ich will ja auch noch die Tiere irgendwie hinkriegen, weil ich will ja so ein Bauernhaus machen. Oh, ja, da oben, wo der Baum ist, wollte ich hinbauen. Okay, dann gehen wir einfach da mal hin. Ja. Skelett. Überall. Nun, 20 Minuten. Wie wir alle wissen, ist ja heute Assassin's Creed Revelations erschienen. Patze, kannst du da schon irgendwelche Informationen zu geben als Informatiker Verkäufer, meine ich, beim Mediamarkt? Nein, ich muss es erst selber spielen. Aha, also. Mensch, mein Hobby als Gamer wurde nie finanziert, wird nie finanziert und das will auch keiner finanzieren. Wir schließen in dieses Thema ein. Patze ist kein kompetenter Elektrofachverkäufer, da er nicht mal die eigenen Spiele kennt, die er verkauft. Genau, und nicht bei Edeka. Ich hab Assassin's Creed gezockt, also von daher. Und der arbeitet beim Mediamarkt, das ist viel cooler als bei Edeka zu arbeiten, jetzt ganz ehrlich. Also, bei Edeka zu arbeiten ist ja schon vielleicht nicht schlecht, also Einzelhandelskaufmann ist ja generell kein schlechter Beruf. Was? Mediamarkt? Ich bin doch nicht blöd. Da bauen wir da unten. Dieser Werbespruch, ey. Was da unten? In der Stadt? Ja, aber der Baum. Du wolltest zum Baum. Zu dem Baum noch nicht. Stopp. Das ist der einzige Baum, den ich von da aus gesehen habe. Da gibt's doch keinen weiteren Baum, oder? Folge mich. Ich folge dich. Hey, das ist echt ein Baum. Ja, siehst du. Und das ist doch ein Baum. Da ist doch ein Baum. Nein. Da ist ein Baum. Nein, nicht die Bäume da. Ich meine schon. Obwohl, hier. Hä? Oh Mann. Hey, wir haben hier einen Überguss an Tieren. Ich will hier mein Bauernhaus im Baum. Okay, mitten in den Bergen, das ist eine gute Idee. Bauen wir unser Bauernhaus hier. Heidi! Der Andy, der ist ein Franzose. Dilettant! Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wir weisen Sie noch einmal darauf hin, diese Sendung ist für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet. Außerdem wird diese Sendung seit heute von Edeka finanziell unterstützt. Kaufen Sie bei Edeka. Was? So ein Blödsinn finanziere ich doch nicht. Ein paar Schaufeln. Wir lieben Lebensmittel und unser Minecraft-Let's Play. Ha, ha, ha. Wenn dann Edeka, wir lieben Ihre Tochter, dann die Schaufel. Handynummer.
Was ist, da ist eine Kuh, die guckt dich an, warte, hast du, ja, hast du zufällig... Ja, mein Texturenpack hat die voll die aufgerissenen Augen. Nicht töten, nicht so töten, brauch... du brauchst ein Schwert. Dann gibt's dir Fleisch. Brauch Fleisch, Mann. Los, Daniel, AK-47 Attacke. Ich hab keine AK, ich brauch ein Schwert. Ich brauch Essen, ja, meine Essensvorräte sind zu Neige gegangen. Patze, ich brauch ein Schwert. Ja, du bist doch Koch, wie kann sowas passieren? Ich weiß es nicht. Patze, Schwert. Katze. Okay, Katze. Du stehst eh nicht, du verlierst nur Energie bis zu einem gewissen Punkt und da ist aus. Also, was ist das hier eigentlich, dieses komische, das da? Was ist das? Kann man das hier essen? Nein, was ist das? Das hab ich. Weiß ich nicht, was das ist. Ich verstehe es. Ist das ein Gehirn? Hier! Das ist die Bulle Braun, die du gestern da liegen lassen hast, als du dich besoffen hast. Schwert. Ja, ich hab dir Schwert hergespielt. Ja, sure. Ja. Alter, wir haben so einen in unserer Berufsschulklasse, ne? Der steht in allen Fächern auf 6. und der lispelt immer so. Und sowas. Also jetzt mal ganz ehrlich, hoffentlich ist Mobbing übers Internet. Gar nicht. Ich sag ja nur, er sollte sich deutlich mehr in der Schule anstrengen und er sollte aufhören zu lispeln. Was? Kein Kommentar. Was? Bühne, was? 20-Jährige. Ey, ihr müsst mir das noch ewig nachhängen, dass ich diese 20-jährige Milf geballert habe, oder was? Ja. Gib's zu, du wolltest nur frische Muttermilch nuckeln. Nein, ich doch nicht. Patze, wir kriegen so langsam echt Probleme, wenn wir keine Höhle bauen. Es wird Nacht. Die Zombies und Endermans sind schon auf dem Weg, um uns zu töten. Bau bitte ein Loch in diesen Berg. Ja, mache ich ja schon. Bau schneller. Bau schneller. Du stehst natürlich so im Weg, dass ich die Tür falsch platziere. ja, aber ich meine, hier drin sind wir jetzt sicher, ne? Warte kurz, ich muss hier noch ein bisschen ausweitern. Ja, ich guck dir mal zu dabei, wie du ausweitest. Weil das ist jetzt eigentlich aus dieser Perspektive dann so viel cooler, wenn dir einer zuguckt. Weißt du, du stehst da, wo das Bett hinkommt. Weißt du? Hab ich voll Problem mit. So, oh, ich nicht schlafen. So wieder so ein cooles Ehebett. Legen wir uns schlafen. Daniel, was lame bei uns beide? Achso, das war vorhin. Mhm. Ja, so ist das Bett ab. Ich bin in dir drin gespawnt, ey. Ich weiß. Es war kein schöner Anblick, dich von innen zu sehen. Gleichfalls. Dankeschön. Stell dir mal vor, wir müssten den Annie von innen sehen. Da wird so klein stehen, dann eine Hose haben. Schlechthin. Klar werde ich das, auf jeden Fall. Das wäre die Offenbarung schlechthin. Überall nur Hamburger. Hamburger. Wohin das Auge blickt. Immer diese Amerikaner und ihre Hamburger, ey. Vorurteil. Ey, du als guter Amerikaner musst es doch wissen, ja? Welche Burger sind besser? Die von Burger King oder die von McDonald's? Ich würde wirklich sagen Burger King, weil Burger King in den USA von der Qualität her einfach besser ist. Ich find's ja lustig, dass es McDonald's in den USA sehr wenig gibt. Ja, es gibt überwiegend echt? Ja, es gibt überwiegend Burger King, weil McDonald's in der USA in den Großstädten nicht so ausgereift ist. Da gibt's viel mehr weniger, weil die einfach von der Qualität her schlechteres Essen haben als die in ja, ich sag einfach mal jetzt Burger King. Oh. Ja, aber in irgendwas ist McDonald's, glaube ich, besser mit irgendeiner Zutat. Ich glaube Pommes oder so, keine Ahnung. Die Pommes sind im Burger King, sag ich schon. Im McDonald's in der USA wirklich besser. Also da. Aber dafür sind die Pommes in den USA auch aus keinen Kartoffeln. Habe ich mal gehört. Das kommt immer ganz drauf an, bei welchem Lieferer die bestellen. Also manche Pommes, das sind einfach nur, das ist nur Produktionsware, was so künstlich hergestellt wird, sag ich mal. Das ist wirklich keine Kartoffel, was da ist, weil die
In den USA, wo sollen die Kartoffeln anbauen, sag ich jetzt mal. Das tun ja, die zwar schon, ja, aber die. In Virginia. Die haben zwar, die haben nicht so eine ausgereifte Landwirtschaft wie Deutschland. Die exportieren das meistens alles über Deutschland. Fuck, Creeper. Ja, also, ich kann aber immer noch nicht verstehen, warum McDonald's da weniger vorhanden ist. Ja, wegen der Qualität. Es fehlen einfach die Kunden. Die meisten fahren voll auf Burger King ab. Was soll da McDonald's da noch? Fuck. Was aber, noch so ein Top-Renner ist neben Burger King, ist auf jeden Fall Subway. Vielleicht. Achso, ja, Subway und Kentucky Fried Chicken, ne? Ja. Oh, scheiße. Genau. Ich war beim Kentucky Fried Chicken, das war gar nicht mal so schlecht. Das ist wahr. Ich war da noch nie. Den gibt's nämlich sehr wenige Male in Österreich. Also, ich weiß auch jetzt, ich glaube in Koblenz ist einer, aber ich war wirklich noch nie da. Also ich habe hier in der Nähe auch keinen, soweit ich weiß. Ich auch nicht. Ich hab, was ich in der Nähe hab, ist... Okay, in der Nähe habe ich eigentlich gar nichts, aber ich weiß auf jeden Fall, dass in Koblenz mehrere McDonald's sind und ein Burger King oder so. Das holt bei mir. Nee, ich glaube, die haben auch mehrere Burger King. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, wenn man in der USA ist, sich mal einen ordentlichen Starbucks-Kaffee zu gönnen. Einfach herzlich. Starbucks, genau, das wollte ich auch noch. Starbucks, das ist wirklich... Gibt's hier in Deutschland ja auch. Ja, das ist wirklich 1A. Also Daumen hoch. Ja, aber Starbucks ist ja im Prinzip eine auch so eine Art Fastfood-Kette. Also so gesehen. Ja, aber die machen halt ihren Hauptumsatz mit...